Riesenaufregung herrscht Mittwochvormittag beim Tor des deutschen Bundeskanzleramts in Berlin. Ein schwarzes Auto fährt bis zum Tor des Kanzleramts vor. Thilo Kablitz von der Berliner Polizei schildert den Tathergang. Heute Vormittag gegen 10 Uhr ist ein 54-jähriger Mann mit seinem Auto gegen das Tor des Bundeskanzleramtes gefahren. Nach jetzigen Erkenntnissen ist er mit sehr geringer Geschwindigkeit gefahren, sodass auch nur geringer Sachschaden am Tor und an dem Fahrzeug bestand oder entstanden ist. Die Personen in dem Gebäude, darunter die Bundeskanzlerin, waren zu jedem Zeitpunkt sicher. Es gab keine Gefährdungslage. Die Hintergründe dazu sind laut Polizei Berlin aber noch unklar. Die Motivationslage, ob es sich um einen psychischen Zustand oder eine andere Motivation dem zugrunde lag, wird aktuell geklärt und ist Bestandteil der Ermittlungen. Fest steht jedoch, dass dasselbe Auto schon im Jahr 2014 versucht hatte, ins Kanzleramt zu fahren. Das Fahrzeug, das aus dem Kreis Lippe stammt, ist mit Beschimpfungen gegen die deutsche Politik beschmiert. Auf der linken Seite des Wagens ist die Aufschrift »Ihr verdammten Kinder- und alte Menschenmörder« zu lesen. Auf der Beifahrerseite steht »Stopp der Globalisierungspolitik«. Der Vorfall ereignet sich während der laufenden Sitzung des Bundeskabinetts. Dieses tagt in der Regel mittwochmorgens im Kanzleramt. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer des schwarzen Kombis politisch motiviert war. Es gibt keine Verletzte. Doch wie geht es nun weiter? Der Fahrzeugführer, der 54-jährige Mann, befindet sich noch im polizeilichen Gewahrsam, wird jetzt natürlich zum Tathergang oder zum Ereignishergang befragt und vernommen. Und dann wird entschieden, wie mit ihm weiter verfahren wird, ob er im polizeilichen Gewahrsam bleibt, ob es einen Anschlussgewahrsam gibt oder ähnliches.